Luigi lacht Mario aus, weil Luigi behauptet, dass Mario es nicht schafft, in der Galaxie ganz oben den Boss Rush in Super Mario 3D World zu meistern. Doch mit Hilfe der Odyssee reist er bis in die Galaxie und nimmt die Herausforderung von Luigi an. Der Boss Rush in Super Mario 3D World. Bosse im fliegenden Wechsel. Let's go! Wie viel Zeit brauchen wir, um diese Bosse zu besiegen? Beginnen wir mit Klickel die Klackel? Rahmen die Bubbel? Wie war denn noch gleich dein Name? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Nun gut, wichtig ist nur, dass wir dich sehr, sehr schnell besiegen. Oh, und das war eine verpatzte Chance. Ich hätte gleich nach vorne laufen müssen. Nun gut, komm nochmal zu mir, komm nochmal zu mir. Uah! Sehr gut. Und ihr dürft die Herausforderung von Luigi natürlich auch gerne annehmen. Probiert mal so schnell wie möglich den Boss zu besiegen und schreibt mir anschließend in die Kommentare des Videos, wie lange ihr gebraucht habt, um alle zu bekämpfen. Okay, und klickel die, klackel die, rahmen die, bubbel die, gibt nochmal Gas und jetzt, bam, geschafft. Das war Boss Nummer 1. Tja, Luigi, da staunst du, was? So schnell hast du den nicht besiegt. Also gleich weiter, nächster Abschnitt. Und direkt in diesen Zauberwürfel. Und wer ist da? Hey, Pam Pam! Ja, dich besiegen wir doch auch mit Leichtigkeit, oder? Wir müssen nur schauen, wo ist die farbige? Die mit dem farbigen oder rosafarbenen Ninja-Stern. Und zack. Sehr schön. Na, du kommst gar nicht dazu, deinen Wurfstern zu nutzen, was? Boom! Haha! So läuft das hier wie am Schnürchen. Und ganz viele Münzen. Die sind allerdings nicht sonderlich wichtig. Es geht hier um die Zeit. Direkt zum nächsten Endboss. Und das sind, wie wir alle wissen, das Schlangenpaar. Herr Schlange und Frau Schlange. König und Königin. Wie wollen wir sie nennen? König Frederik der 17. und Königin Friederike die 38. Okay, Moment. Was geschieht denn hier? Ich brauche, glaube ich, dringend eine Glocke. Und da oben ist eine, da oben ist eine. Ach, so schnell komme ich nicht nach oben. Ich glaube, ich nutze vorsichtshalber gleich mal meinen Pilz. Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen. Und zack. So, wo sind die Plattformen? Ich brauche nicht zwingend eine Glocke. Aber, jetzt habe ich sie. Die Glocke, ja, jetzt habe ich sie wieder verloren. Na toll. Die Glocke ermöglicht es mir, viel einfacher diesen Kampf zu meistern. Tja, schade nur, dass ich hier gerade unnötig Zeit verliere. Oh, wenn das so weitergeht, dann werde ich nicht besser sein als Luigi. Nein! Hier geht alles drunter und drüber. Ich muss irgendwie auf die Teller kommen. Komm schon, Mario! Mach uns stolz! Nicht, dass Luigi dich noch auslacht, wie am Anfang des Videos. So, jetzt rüber und zack. Das war's für Friederike. Ja, noch nicht ganz. Die wird jetzt gleich wieder auftauchen. Und ich laufe einen Marathon. Komm mit in die So, jetzt. Volle Kraft raus. Yes. Auf nimmer Wiedersehen, Friederike. Die 38. Jetzt haben wir noch Frederik den 17. Oder? Oder hat er eine andere Zahl? Okay. Und kaboom! War das der erste oder der zweite Treffer gegen Frederik? Na komm. Ey, Dave, ich hab nicht so viel Zeit. Ah. Schnell, Vorsicht. Schöne Musik. Und jetzt auf den Putz. Und da weint er nur noch. Tschüssi. Und er kommt wieder, war ja klar. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Und wir begeben uns auf Position. Und jetzt brauchen wir einen schönen Sprung auf die andere Seite. Na, ja, cool. Es hat funktioniert. Wir haben König Frederik besiegt. Mario, komm da runter. Schnell. Stern und Kasten. So, zwei Gegner haben wir noch. Und dann haben wir es tatsächlich noch nicht ganz geschafft. Da ist Karumpel. Oder Rakumpel? Nee, der hieß Karumpel, oder? Okay, du bist nicht so schwer zu besiegen. Vor allem nicht mit der... Autsch. Mit der Katzenfähigkeit. So.
Da kann man sich nämlich schnell diese Golem-Bällchen greifen. So, Achtung, immer schön ausweichen. Ja, ja, nur nicht treffen lassen. Und gleich schickt er wieder seinen kleinen Baby-Karumpel ins Feld. Und das ist meine Chance, wieder einen Gegner zu schnappen. Schnell, Mario! Du musst die Herausforderung meistern. Und die Fahne, ja? Das ist das die Hauptsache. Die Fahne von Luigi entfernen, damit da die Fahne von Mario hängt. Das ist nämlich die große Herausforderung, unter anderem. So, und jetzt kommt... Bum, bum! Wow, ich mach dich platt, Mario! Ja, glaub's auch nur du. Zack, Treffer Nummer 1. Und, verstecken. Hier kriegst du mich nicht. Ich rutsche. Autsch. Festgekrallt. Und wieder nach oben. Und zwar jetzt. Hier kriegst du mich nie. Oh, 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 ich rutsche. Nein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und auf Position. Sprung und yeah. Gut gemacht, Mario. Aua, tschüssi. Ich geh nach Hause. Ja, geh mal nach Hause. Und jetzt sammle ich ganz schnell alle Münzen ein. Alle Schlüsselmünzen. Und wir haben noch knapp über 100 Sekunden Zeit für das letzte Level. Das große Finale steht bevor. Werden wir am Ende die Herausforderung meistern? Denn hier haben wir den Zwiebelheini. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich einfach Doppel-Z. Der Zwiebel-Cedric. Also Cedric mit Z. Cedric. Zwiebel-Cedric. Na warte. Okay, okay. Meine Chance. Meine Chance ist gekommen. Nein. Schnell, Mario. Du musst ihn treffen. Den Zwiebel-Cedric. Und jetzt schnell die Doppelkirsche. Mario hat sich verdoppelt. It's a me. It's a me. Vorsicht, Vorsicht. Und wir dürfen nicht die Zeit außer Acht lassen. 75 Sekunden noch. Dann ist die Sache gegessen. Entweder haben wir dann gewonnen und die Herausforderung gemeistert oder eben nicht. Wieder getroffen. Es war ein Treffer noch. Ein Treffer noch. Und dann müssen wir aber noch das Ziel erreichen. Und die Fahne von Luigi durch die Fahne von Mario ersetzen. Das ist ja auch noch eine Aufgabe, die wir haben. Oh nein, ich wurde getroffen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, aber es hat funktioniert. Oh nein, 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 die Zeit läuft weiter ab. Schnell, 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 weg hier. Schnell den Stern einsammeln und dadurch. Und dann, beide Marios, macht euch auf den Weg. Ah, da vorne ist die Flagge von Luigi. Luigis Fahne. Und die ersetzen wir jetzt, denn wir haben Luigis Herausforderung gemeistert. Perfekt. Das ist Marios Fahne. Herausforderung gemeistert. Tja, Luigi, was sagst du dazu? Damit hast du wohl nicht gerechnet, oder? 486. Wie schnell schafft ihr das? Klickt hier für eine andere Geschichte von Super Mario. Bleibt katastisch.